So, hallo Heidi. Ja, ich freue Hallo mich. Simone, freut mich zu hören. Dass wir jetzt auch ein kurzes Interview machen und diesmal mal beide in der Schweiz. Genau. Und ja, wir hören uns auch sonst immer wieder mal und so ist es jetzt eine gute Gelegenheit, dass wir vielleicht da mal so ein bisschen was auch so erzählen für ein paar andere Leute. Und ich würde sagen, ja, stell dich einfach mal vielleicht kurz vor und was du so machst und wie es dir so geht. Genau. Also ich bin die Heidi, komme aus der Region von Bern, bin 57 Jahre alt noch, habe zwei erwachsene Kinder. Ich esse die Produkte mittlerweile seit knapp 15 Jahren. Damals war ich auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob, wollte was von zu Hause aus arbeiten, weil die Kinder damals noch zur Schule gingen und es für mich absolut wichtig war, ja, am Mittag mit ihnen Mittagessen zu können und am Nachmittag für sie da zu sein. Und trotzdem hatte ich so ein paar Stunden noch freie Zeit. Bin dann auf ein Inserat gestoßen und habe dann meinem Sponsor damals gesagt, nee, die Produkte, die brauche ich nicht, ich bin gesund, ich fühle mich gut. Habe mir dann aber trotzdem alle Infos angehört, damals noch sehr, sehr lange, knappe 8 Stunden. Habe dann die Produkte probiert und habe wirklich in der kürzester Zeit gemerkt, ich habe mehr Energie, habe dann meine Blähung mit der Zeit verloren, die ich vor allem abends hatte. Und ich habe damals gedacht, ja, das sei normal nach zwei Schwangerschaften. Heute weiß ich, dass es nicht normal war. Ich habe zwei Kleidergrößen reduziert, obwohl ich das Gewicht behalten habe. Das heißt, ich habe wirklich meinen Körper neu formiert, sprich Muskeln aufgebaut, Fett verbrannt. Durch die Ernährungsumstellung, durch mehr Wasser trinken, ging das eigentlich, ohne dass ich Sport machen musste. Ja. Zusätzlich hat sich mein Kopfweh verabschiedet, das ich jeweils hatte, wenn der Föhn da war. Damals war es noch vor allem in der Herbstzeit. Mittlerweile ist es fast das ganze Jahr und ich bin so froh, habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe auch einen viel tieferen Schlaf. Das heißt, ich höre die ersten 5, 6 Stunden gar nichts. Das hat meine Kinder damals im jugendlichen Alter sehr gefreut. Ich habe sie nämlich nie gehört, wenn sie nach Hause kamen. So mussten sie sich auch nie rechtfertigen. Genau, das sind so meine gesundheitlichen Situationen, was sich in den alten Jahren jetzt bei mir verbessert hat. Ja. Und ich kann sagen, wirklich, ich kann das Gewicht halten, ohne dass ich jetzt extrem viel Sport treibe. Klar, ich liebe Sport, ich bin sehr gerne draußen in der Natur und das probiere ich wirklich jeweils in den Alltag einzubauen. Ja, schön. Also eben, ich finde es auch immer wieder faszinierend, was so etwas mehr Nährstoffe und auch oft auch mehr Wasser und so eine Ernährungsumstellung ausmachen kann. Und aber wenn man weiß, dass 70, 80% aller gesundheitlichen Themen ernährungsbedingt sind, dann ist es auch recht logisch und immer wieder faszinierend, dass es genau so stimmt, was auch die Gesundheitsexperten in der Hinsicht behaupten. Genau. Und ich Und komme ja, ich bin eine Bauernstochter und ich habe am Anfang gedacht, nee, Pulver in Dosen, das kann ja nicht sein. Habe ich auch meinem Bruder dann vorgeschlagen, als ich die Produkte kannte und er hat genauso reagiert wie ich. Und da war ich mal auf einem Seminar und dann hat ein Bauer aus dem Wallis erzählt, dass er den Boden, also Bodenproben nehmen lassen würde, damit er weiß, welche Kraft oder Zusatzstoffe er für seine Tiere zusätzlich zufüttern muss. Und ich habe dann gewusst, dass mein Bruder das auch ab und zu macht und habe ihm das so erzählt. Und ja, dann hat er darüber nachgedacht und ein halbes Jahr später hat er dann gesagt, doch, ich möchte auch so frühstücken wie du. Das macht absolut Sinn. für Bauer ist oft recht logisch, weil also die meisten Bauern geben ihren Kühen eine Nährstoffmischung, damit sie bessere Leistung bringen und gesünder und fitter sind. Aber sie selber essen oft
nichts Vernünftiges und überlegen das gar nicht, obwohl es ihnen eigentlich logisch ist, weil sie machen es ja bei ihren Tieren oft schon. Also, genau. Ja, eben. Mhm. Ja, eben. Und dann, du warst schon früher Sekretärin und ich glaube, du hast dann entschlossen, weil es dir so gut geholfen hat und dein Leben, deine Lebensqualität verbessert hat, jetzt möchtest du auch anderen Menschen helfen und möchtest nicht mehr ins Büro zurück als Sekretärin, was du vorhin gemacht hast. Oder wie war das bei dir? Ja, genau. Ich war in der Buchhaltung tätig. Ich liebe Zahlen nach wie vor immer noch. Das ist wirklich eines meiner Steckenpferde. Aber gerade halt für die Leute da zu sein, denen eine Möglichkeit zu zeigen, wie sie ihr Leben verändern möchten, wenn sie das wirklich wollen, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und ich habe halt hier auch bei Herbalife die Möglichkeit gesehen, du kannst mal mehr, mal weniger machen. Ich hatte auch meine Zeiten, wo ich fast gar nichts gemacht habe durch die Krankheit meines Mannes. Aber auch da wirklich sagen zu können, ich lege jetzt mein Geschäft auf die Seite und starte dann wieder, wenn ich mehr Zeit habe, ist absolut cool. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann musst du deine 4-5 Tage, wie auch immer, arbeiten, sonst wirst du dir gekündigt. Und hier in Herbalife kann dir niemand kündigen. Du kannst selber so viel tun, wie du möchtest. Und mittlerweile habe ich wirklich Kunden von 18, 20 Jahren bis die Älteste ist über 80 Jahre. Und ich finde es so cool, jeder hat eigene Bedürfnisse, jeder will etwas anders verändern oder optimieren, aber jeder spürt, dass er mehr Energie hat. Und das finde ich so total cool, weil dann bist du einfach viel leistungsfähiger, viel ausgeglichener, du bist viel positiver, was jetzt gerade in der Corona-Zeit wirklich sehr erforderlich war, sage ich es mal so. Ja, ich habe auch mal Buchhaltung übrigens studiert, in Südtirol noch. Aber ich habe es nie gearbeitet, weil ich recht schnell gemerkt habe, mir liegen Zahlen nicht so. Ich habe wirklich lieber, ich finde Gesundheit viel wichtiger und Ernährung. Und ich habe viel lieber so in der Hinsicht was zu tun. Und habe mich dann auch recht schnell entschlossen, das Ganze schon mit 21 hauptberuflich zu arbeiten. Und ich glaube aber gerade ab 50, finde ich, ist noch mal besser als eigener Chef zu sein und sich von niemandem mehr was vorschreiben zu lassen, oder? Ja, genau so ging es mir vor anderthalb Jahren mittlerweile, wo ich gedacht habe, nee, noch 10 Jahre angestellt sein und irgendwo so in einem Sandwich zu sein. Du hast zwar deine eigenen Vorstellungen, du musst zwar deine Arbeit tun und ja, geschätzt wird es nicht wirklich, jedenfalls nicht von allen. Das Team war super gut, mein Chef war gut, aber ich habe dann auch gesagt, nee, jetzt packe ich es richtig an und eben seit anderthalb Jahren mache ich es hauptberuflich. Habe viel mehr Freizeit, kann mir die Zeit selber einteilen, kann am Morgen aufstehen, wann ich möchte, kann bei schönem Wetter nach draußen gehen und ist total cool. Ich schätze es auch immer sehr. Ja. Wir haben so viele Online-Schulungen jetzt gehabt, wo wir einfach daran teilnehmen konnten, wo wir einen Wochenplan hatten oder manchmal einen Tagesplan, ganz unterschiedlich. Mhm. Und das Coole ist daran, alles ist wirklich kostenlos bei uns. In der Privatwirtschaft, da musst du für jeden Kurs bezahlen, du musst dich anmelden. Hier kannst du einfach sagen, doch, ich bin dabei, in einer Stunde wählst dich ein und los geht's. Mhm. Und halt wirklich überregional. Ich habe ja auch ein Team in Deutschland und die können mit dabei sein, wenn sie die deutsche Sprache verstehen, ist kein Thema. Ja, eben. Wirklich toll. Dieses, auch heute mit der neuen Technik, dass man kann von überall aus arbeiten und dass es eigentlich kein Unterschied ist, ob unser Kunde ein Nachbar ist oder ob er 1000 Kilometer weit weg wohnt. Genau. Finde ich auch immer ganz toll. Ja, aber zum Abschluss. Was gefällt dir vielleicht sonst noch ganz gut oder was ist dir wichtig? Also ich finde halt, dass das Teamwork sehr geschätzt wird. Man hilft sich gegenseitig, also nicht nur im eigenen Team, auch mit Sidelines, eben auch überregional, absolut kein Thema. Man kann sich überall Hilfe holen, man kriegt die auch.
Man wird super gut unterstützt, auch von der Firma ganz weit oben, von den CEOs, die sich von Amerika die Zeit nehmen und uns Berater schulen, unterstützen, motivieren und inspirieren, finde ich ganz gut. Ja, ist auch was sehr Wertvolles. Und ich würde sagen, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, dass du in unserem Team bist. Und und es könnte ja noch recht spannend werden, was die nächsten Jahre da alles noch entsteht. Ne? Ich freue mich auch. Vielen Dank, Simone. Ja, gerne. Und alles Gute und bis bald. Ja, dir auch. Danke. Tschüss.